Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders Genesis. In der letzten Folge sind wir ja hier in dieser Fäulnis den Todesschreiter, heißen die so, hinterher, haben einen gekillt. Ich glaube, wir haben nur einen gekillt, oder? Ja, wir haben nur einen gekillt. Und jetzt, boah, das war knapp. Bewegen wir uns jetzt zu dem nächsten. Oh, ich sehe gerade, ich habe keinen einzelnen Trank benutzt. So, und hier soll es zu dem nächsten Todesschreiter gehen. Der Tod ist alles. Ach, das sind immer die gleichen. Ich brauche dringend neue Sprüche. Ich dachte immer, das wären andere. Okay, sein Movement ist schon mal ein bisschen anders als das vom anderen, oder? Nein, ist genau das gleiche. Ist der da hinten hängen geblieben oder ist das eine Art zu kämpfen? Ich glaube wirklich, dass es eine Art so zu kämpfen ist. Ah, jetzt bewegt er sich mal. What? Bis tot langsam. Belial wird deinen Leichnam verzehren. Hey, an mir ist nichts dran. War ist bestimmt eher sein Geschmack. Cool. Echt viele Kerne gekriegt. Ich muss auch sagen, ich mag den Humor von Strife. Der trifft. Ja, der hat so einen platten Humor wie ich. Muss man einfach so sagen. Ich habe einen ganz, ganz miserablen Humor. Der ist zwischen schwarz, düster und dämlich. Alles.
Nee. Okay. So, dann nehmen wir das hier mal für den Fall der Fälle mit. Verstehe. Also irgendwie habe ich meine Probleme mit diesem Brett oder was das sein soll. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da hinten ist noch was. Einer erledigt. Da ist noch hinten etwa. Da. Wie komme ich da hin?
Wie komme ich da hin? Taucht ein Symbol auf. Dieses komische da, dieses J mit Kringel. Also hier an der Seite taucht dann dieses J mit Kringel auf und das andere Symbol. Muss ich vielleicht alle drei auf einmal betätigen? Das ist ja schier unmöglich. Wirklich so. Ah. Aber ich hab's geschafft. Todesschreiter. War kann 25% mehr Schaden blocken, erhöht Strives Angriff und Zornkraft um 2,5. Krasser Scheiß. Das war jetzt easy. Noch einer erledigt. Aber da hinten das Rätsel, das konnte ich irgendwie nicht lösen. Das da. Das nervt ein bisschen. Aber sonst haben wir alles gelöst. Finde den Todschreier in der Gruft. Ich werde in eurem Blut baden!
keine schlechte Idee. Du stinkst fürchterlich. Au. Au. Boah, das war knapp. Die Todschreiter sind gefallen. Jetzt ist Belial verwundbar. Ich würde noch keinen direkten Angriff wagen. Da wäre immer noch seine Waffe, was auch immer sie sein mag. Ich finde es dennoch seltsam, dass sich Lucifer Hilfe bei so einem verfressenen Trottel holt. Er spielt immer mit gezinkten Karten. Wir finden bestimmt heraus, welche Rolle Belial spielt. Wahrscheinlich, wenn es zu spät ist. Wir haben es geschafft. Bevor es jetzt da reingeht. In die Leere. Wollte ich da oben nochmal gucken, weil das habe ich ja nicht gemacht. Nichts. Okay, hier ist sonst nichts. Spoilnis. Kapitel abgeschlossen. Die Reiter haben die Todesschreiter besiegt und kehren zur Leere zurück, um einen Weg in Belials Reich zu finden. Okay. Besiege die Diener des Todesschreiters in der Fäulnis. Gesagt, getan. Jetzt kann ich theoretisch in den Levels zurück und diese violetten Dinger kaputt machen. Was ich private vielleicht sogar mache. Ihr seid zurück. Ja, wir sind zurück. Also, dieser Teil der Hölle gefällt mir am wenigsten. Also, die Waffe, die Belial baut. Was habt ihr erfahren? Lucifer hat tatsächlich ein Portal nach Eden gebaut. Das Wasser von dort fließt nun in einen großen See in der Hölle, wo Belial es verdirrt und gewaltige Flüsse voll brennenden Gifts entstehen lässt. Das ist unverzeihlich.
Leider lässt sich das Portal selbst nicht schließen. Doch ihr könntet den Mechanismus zerstören, der das Gift erzeugt. Wir müssen sofort dorthin. Eden hat genug Unrecht erfahren. Ich muss euch warnen. Die Gegend ist... Sofort! Wie ihr wünscht. Düdüm, erledigt. Sprich mit Samael. Keine Ahnung, was das bringt, aber ich kann es tun. Wir gucken gleich mal da hinten noch, ob wir da noch irgendeine Fährmannsmünze oder sonst irgendwas finden. Das war knapp, ey. Ui, das war noch knapper. Ein bescheidener Händler zu euren Diensten. So. Das nehmen wir mit. So viele Seelen, so wenige Waren. So, der hat hier noch Kerne. Ich nehme alle mit, die 800 kosten. Viele tolle Dinge für so wenige Seelen. Ja, lasst uns handeln. So. So geile Seelen, ey. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Also jetzt kommen alle, die 1,5 kosten. Es ist doch nur Geld. Es ist doch nur Geld. Ja, lasst uns handeln. Viele tolle Dinge für so wenige Seelen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Angriff um 3% erhöht. Also ein Aschwurm wäre echt nicht schlecht. So viele Seelen, so wenige Waren. Was gibt's hier noch? So. Euch steht viel Spaß bevor. So, jetzt haben wir echt viele Kerne. So, der kommt weg. Und der hier kommt weg. So, da kommt jetzt einer mit... Nee. Mist, sind beides Stufe 2... Habe ich einen Zweier, den ich nicht nutze? Dann machen wir das lieber so. So. Mist, jetzt habe ich schon wieder keinen. Das ist ja doof. Herz. So, entweder nach links oder nach rechts. Ist egal wohin. So, jetzt habe ich... hier die Möglichkeit, einen reinzumachen. Dann mache ich das rein. Sprinten hat eine Chance. Da war Spur, okay. Walker. So. Was habe ich denn jetzt noch? Ich habe noch den hier. Zwirbel, Zwirbel. Stein... So. Jetzt habe ich kleine Kleinen mehr.
Was ich doof finde, ist, man sieht nicht die Level der... Doch, tut man. Oder? Ja, sieht man. Okay. Oder? Habe ich irgendein Herz mit Level 3? Nö. Okay. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei große, die ich aber nicht verwende. Da kann Zwirbel rein. Herz. So. Sieht doch sensationell aus, oder? Und irgendwann mal schmeiße ich alles runter und alles wieder von vorne. So wie ich mich kenne. Was haben wir jetzt? 518. Okay. So. Dann gehen wir doch. Hui, das war knapp. Okay. Achso, hier waren wir ja schon. Daran erinnere ich mich noch. Dass ich hier lang bin. Will ich wirklich rumlaufen und versuchen, irgendeine Lösung zu finden? Was ist das? Was in drei Teufelsnamen war das? Gehen wir mal nach rechts. Das war Glück. What the? Nochmal nach rechts. Okay, da nicht. So, dann gehen wir hier nach rechts. Nicht. Da ist irgend so eine Eule. Aber ich komme nicht darüber. Mist, ey. Will ich hier eigentlich leben? Passiert nichts.
wie süß. Bestes Spiel ever. Bestes Spiel ever. Was passiert, wenn ich jetzt alle pette? Der ist verliebt. Ah, es gibt die in einer bestimmten Reihenfolge. Okay. Oh Gott, ey. So, also verliebt. Oh, wie süß der da sitzt. Falsch. Oh Gott, ey. Hat das was mit den Nebenquests zu tun, die ich erfüllt habe, da? Dass ich die jetzt deswegen hier habe? Es gab ja diese Nebenquest mit den Töte keine 5 Hunde. So, das heißt Mitte, links. Ja, okay, Entschuldigung. Gibt es da irgendwelche Hinweise, die ich nicht sehe? Oder ist das wirklich nur random? Also ich weiß, wir sind schon drüber mit der Zeit, aber ich probiere das jetzt trotzdem aus. Ich will wissen, was dann passiert. Oh, ey, jetzt wirklich? Es war wirklich nur eine 50-50 Chance, dass ich falsch liege, aber... Oder richtig? So. So, das heißt den da oben rechts. So. Jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50-50. Ich nehme den hier. Der sitzt so süß. Es war richtig. Oh. Und jetzt der letzte. Cool. Danke. Das hat jetzt echt lang gedauert. Aber es hat geklappt. War hier irgendwas? Achso, das Ding war hier, ne? Ich weiß aber nicht, was das bringt. Ich check's irgendwie nicht. Naja, vielleicht irgendwann. Also ich, das nächste Mal gehe ich hier hin, wenn ich komplett durch bin, denke ich. Falscher Weg. So. Das hätten wir geschafft. Ja, 3 Trickschlüssel. Viele, viele, viele Fährmannsmünzen. Und jetzt kommt der Damm.
Nicht schlecht. Okay. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also mir gefällt es immer, Darksiders Genesis zu spielen. Das macht irgendwie voll Bock. Also ich habe nicht mal gemerkt, dass ich wirklich seit fast 9 Stunden jetzt spiele. Ey, krass. Das muss ein Spiel erstmal hinkriegen. Also da war ich von 13 Remake echt schon genervt. Keine Ahnung, wie viele Stunden da ich da gespielt habe. Ich glaube, ich habe nicht mal 7 gespielt und es hat schon genervt. Und ja, irgendwie ist das schon ein cooles Spiel. Macht Spaß. Also ich werde jetzt noch offscreen höchstwahrscheinlich die ersten Level nochmal durchgehen, wegen diesen violetten Dingern, die ich jetzt kaputt machen kann, um die restlichen Sachen einzusammeln. Und ja, in der nächsten Folge werde ich dann höchstwahrscheinlich mehr Schlüssel und Fährmannsmünzen haben. Und mehr Spielzeit. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ah ja, abonnieren nicht vergessen. Kommentar und ja, abonnieren mit Daumen hoch. Nee, Daumen hoch, Kommentar, abonnieren. Ja, vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss.